Herrenhäusern der Welt zu Hause. Ja, unser Porträt entstand vor dem Hintergrund der finnischen Opernszene in Bayreuth und bei den Opernfestspielen in Savonlinna. Und überall steht er da wie ein Fels auf der Bühne. Matti Salminen. Lieber Fritz, servus. Geht's dir gut? So, Bier. Bier. Ein Krug für einen Sami. Dein, so, ja, dein Geld. So. Das war schön, ne? Dich wieder zu sehen, ich freue mich. Na, 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 das nehme ich nicht. Den Krug brauche ich. Ja, dann lassen Sie doch mal, ich nehme davon einen Schluck. Ja. Prost. Fritz, Prost. Ja, jetzt aber nicht. Na, den habe ich jetzt mal den richtigen, den tue ich wieder auf die Seite. So, jetzt ist richtig. Alles klar. Das ist was Tolles, wie immer. Dann hat er gefragt, ja, wie ist das denn nun? Der Hausbassist ist jetzt nun mal krank und wir haben in 5 Tagen eine Don Carlos-Aufführung. Und hat er gefragt, ob ich dann den Philipp übernehmen könnte. Habe ich natürlich als 24-jähriger junger Mann sofort gedacht, damit kann ich überhaupt nichts verlieren. Und habe ich dann 3 Tage probiert und habe ich die Vorstellung gesungen. Und das war der Durchbruch in Finnland. 1971 im Frühjahr in Nürnberg habe ich bei Meistersinger den Buchner gesungen, ohne ein Wort Deutsch zu kennen. Aber die Sprachprobleme waren sehr, sehr groß. Aber ich habe dann auch in Deutschland keine Sprachschule mitgemacht, sondern einfach nur das Naturschule. Das war ja auch wahnsinnig interessant. Als ich zum ersten Mal den Nicolas Arnoncourt am Pult gesehen habe, das war 1974, das war für mich eine unglaubliche Faszination, was ich dabei gefunden habe. Entgegen habe ich nie gesungen. Ich habe sofort mit dem Boris angefangen. Und als ich dann nur so ein kleines bisschen Hauch gegeben habe, dann hat er nach 8 Takte gesagt, wunderschön, so machen wir das, wollen Sie das mit mir machen? Dann habe ich gesagt, jawohl, Herr von Garayan, ich habe immer die besten, die aktuellsten Regisseure vor die Nase gehabt. Und dadurch habe ich wahnsinnig viel gelernt. Also wirklich zu Hause bin ich natürlich in Finnland, in Helsinki auch natürlich hier in Zürich, weil ich ja seit 5 Jahren hier in der Zürcher Oper einen ständigen Vertrag habe. Aber in Wirklichkeit bin ich natürlich in Helsinki zu Hause. Ich habe meine Karriere hier in Savonlinna begonnen, als ich 64 hier als Schüler in der Musiktagen besucht habe. Damals haben die Wiener Professoren Hudetz und Klein, deren Meisterklassen ich angehört habe, mich davon überzeugt, dass ich als Sänger hier einmal tätig sein sollte. Und die erste große Rolle war der Sarastro in der Zauberflöte. Und dann in Don Carlos habe ich gleich den Philipp gesungen. Ja, und davor war eine Uraufführung von Aulis Sallinen 1975, wo ich den Reitersmann gesungen habe. Und dann Fliegender Holländer, wo ich den Daland gesungen habe, und bei Aida den Ramfes. Also ich habe hier schon einiges gemacht. Salut,
Ich glaube, dass meine ganze künstlerische Entwicklung wesentlich von Savonlinna beeinflusst wurde. Mach doch nichts, ist doch alles in Ordnung. Wie heißt er? Was? Aber Billy. Das ist das einzige Wort, das ich verstanden habe. Ich hake wieder den Billy nicht mehr auf. Eiköhän se ole siellä, taikka sit se on mulla taskussa. Se on täällä taskussa, ihan hyvä on. Ne on ihan hyvä näin, pannaan Billy kaulaa ja nyt on kaikki valmista. Onko varmasti lämmin? On. Die Verhältnisse in der Burg Olavinlinna sind ganz besondere. Die Burg ist ja nicht für Operaufführungen gebaut worden. Wenn man die technischen Probleme bedenkt, die wir hier haben, zum Beispiel, wir haben ja nur 4 Möglichkeiten, auf der Bühne zu kommen. Der Ramphis in Aida muss von der Garderobe, die dort hinten zu sehen ist, zuerst die Treppe runter und den Gang entlang gehen. Dann diese Treppe dort hinunter. Bis jetzt hat sich keiner geweigert, hier durchzugehen. Das gehört eben zu Savonlinna. Kein Künstler, der hier singt, weigert sich, den Weg auf sich zu nehmen. Und diese Route benutzt der Oberpriester in der Aida,
Und früher zum Beispiel Sarastro nach der Pause zu seiner ersten Arie kam der auch von dort oben. Im Don Carlos kam der Philipp auch zu dem Auto da Fee von auch dort. Hier ist die einzige Stelle, wo man noch mal Atem schöpfen kann. Bei all dem Treppen geht einem fast die Puste aus. In dem Deich kann man sich nach der Aufführung dann waschen, wenn man Lust hat. Die Öffnungen hier sind ja schon für den bloßen Körper sehr eng. Und wenn die Kostüme sehr ausladend sind, dann lässt man erstmal einen Teil drinnen und dann geht man leichter durch. Und dann wartet ein Einkleidemädchen, das dann wieder mal die Kleider anzieht. Und durch diese Öffnung geht eine kleinere Person mit dem Kopf voraus. Aber ich muss mit dem Hintern zuerst durch. Bis jetzt geht es noch. Aber zunehmen darf ich ja nicht mehr. Wenn ich daran denke, was ich in dieser Burg in den letzten 20 Jahren erlebt habe, ja, ich hab sie sehr gern. Salminen war immer jemand, der eigentlich, sagen wir, immer auf seinen zwei Beinen richtig stand, der jenen Grad von künstlerischem Selbstbewusstsein hatte, das man ja haben muss, wenn man überhaupt auf die Bayreuther Bühne geht. Das waren also alles Pluspunkte. Darüber hinaus ist er ja menschlich unheimlich leicht und zugänglich, jedem, auch den Kollegen gegenüber. Es war also nie ein schwieriger Fall. Meistens ist es ja bei Bässen so, dass die an sich immer die Ausgleichenden im Ensemble sind. Und also da waren also auch eigentlich in jeder Beziehung nur Pluspunkte zu verzeichnen, die wir ja dann auch sattsam ausgenutzt haben, bis er 87 wegen anderen Aufgaben dann nicht mehr kommen wollte und konnte. Ich schließe nicht aus, dass ich irgendwann mal wieder hier in der Bayreuther Festspiele tätig bin. Aber für mich war das jetzt einfach nur wichtig, nach 13 Jahren auch so ein bisschen ruhig im Sommer zu sein, obwohl ich zwei verschiedene Festspiele auch dieses Jahr mitgemacht habe, aber auch zum ersten Mal seit 18 Jahren den 3,5-wöchigen Urlaub. Ich glaube, dass ich eine starke Bindung zur Natur habe. Und ich nutze jede Gelegenheit, mich in der Wald zu verziehen und nachzudenken und die richtige Ordnung der Dinge wiederherzustellen. Gestern bei der Fahrt her zu unserem Sommerhaus auf der Seidenstraße, es sind ja von der Hauptstraße immerhin 18 Kilometer, kam ein halbwüchsiger Elch auf die Straße. Und wir haben uns ein paar Minuten lang angesehen, Auge in Auge. Ich natürlich durch die Windschutzscheibe des Wagens. Er hatte es nicht eilig und ich auch nicht. Dann ist er über den Straßengraben gesprungen und ich bin weitergefahren. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der mit ganz einfachen Voraussetzungen angefangen hat. Und ob ich es weit gebracht habe, darüber sollen die anderen den Kopf zerbrechen. Ich habe im Prinzip beim Null angefangen und mit Hilfe verschiedener Menschen, vieler Zufälle und glücklichen Umstände
bin ich da, wo ich heute bin. Die schwierigste Aufgabe ist es, das erreichte Niveau zu halten. Das ist die größte Herausforderung für mich. Wie viele Jahre das noch so weitergeht und ich so weitermachen kann, das liegt wohl in höheren Händen.
Was wirklich erstaunlich bei ihm ist, dass er hat natürlich eine unglaubliche Stimme. Und ich glaube, meisten Sänger würden sich mit so einer Stimme sozusagen genug haben. Da ist aber nur der Anfangspunkt für Matti, nicht? Und er hat eine innen gebraucht zur Intensität und zum Ausdruck. Das ist wirklich einmalig, würde ich sagen. Und das letzte Zeichen dafür, wenn ich das so formulieren darf, waren die zwei letzten Vorstellungen von Tristan im vergangenen Jahr hier in Bayreuth, also 87. Und nach, ich weiß nicht, 30 Mal, die wir das Stück gemeinsam gemacht haben, da habe ich ihm noch gesagt, pass auf, Matti, könnten wir da nicht über das und das andere noch ein bisschen, da sind wir in der Pause vor dem zweiten Akt noch über die paar Stellen noch gegangen ins Zimmer und wieder neu, Kleinigkeiten neu erarbeitet. Und er ist so ein Künstler, der jedes Mal wirklich neu denkt und neu singt. Er ist ganz anders wie die anderen Sänger. Es ist einmal sehr interessant und sehr selten, mit einem echten Bass zu arbeiten, der vielseitig ist. Die meisten Sänger von einer sehr extremen Stimmgattung sind einspurig. Und er ist ausgesprochen vielseitig. Er macht immer mit. Man kann sehr weit gehen. Er sucht Grenzen zu finden. Es geht nicht einfach bei ihm im gebahnten Weg, das wieder so zu machen wie immer, sondern das muss einfach alles anders, ja? Es ist immer toll, mit Marty auf der Bühne zu sein, der ist so groß und man fühlt sich so wohl als Frau dann, nicht? Wenn man hinter ihm, wenn er kommt, Brünnhilde, kühne Frau, nicht? Und das ist ein ganz tolles Gefühl, der ist immer, ach, wie ein Fels auf der Bühne, ganz toll und seine Stimme natürlich ist herrlich, ganz herrlich. Ich bin nun mal ein Mensch, der nicht einfach so auf die Bühne gehen kann und das so aus dem Ärmel schütteln. Man könnte sagen, dass ich mich innerlich total mit dem Menschen auf der Bühne identifiziere. Und dann sind ja zum Beispiel verrückt werden und sterben, wenn man dies glaubwürdig darstellt, ja fast selbst miterlebt. Unheimlich schwer zu machen und erfordern natürlich auch eine ziemlich lange Zeit, bis man sich wieder gefangen hat. Nach einem Boris, wenn man ihn heute mit vollem Einsatz gespielt hat, dauert es schon ein paar Tage, bevor man eine andere Rolle spielen kann. Natürlich gibt es auch dazwischen komischen Rollen, die auch nicht zu unterschätzen sind. Zum Beispiel Osmin aus der Entführung aus dem Serail. Für mich ist es ja schrecklich, auf der Bühne echtes, wahres Drama darstellen zu müssen, wenn ich keinen Augenkontakt oder einen anderen, konkreten, fast greifbaren Kontakt zu dem Menschen habe, mit dem ich dieses Drama spielen soll. Es gibt Leute, die auf die Bühne kommen und etwas ganz Wichtiges zu machen, die aber nur daran denken, ihre Partie möglichst perfekt zu singen. Und ich finde, dass diese Leute nicht unbedingt am richtigen Platz sind. In diesem Beruf, wenn man Opernsänger ist, ist es neben der Stimme fast genauso wichtig, den Leuten die Sache glaubwürdig darzustellen. Seit 73, 74 bin ich ja nicht mehr bei einem Gesangslehrer gewesen, weil ich vertraue meinem eigenen Ohr. Ich stelle einen guten Kassettenrekorder an die Bühnenseite oder
Oder gebe ich jemanden, der im Zuschauerraum sitzt und sage, nimm mal diese Stelle auf und dann höre ich das nach der Vorstellung an und weil ich daran wirklich glaube, dass eine gute elektrotechnische Gerät weniger lügt als möglicherweise ein anderer Mensch. Ich denke natürlich immer an Savonlinna. Und besonders an so einen Tag, an dem die Sonne scheint, muss ich schon an den Sommer dort denken. Hier ist ja das größte, prächtigste Opernhaus von Europa. Und auf der Insel in der Mitte von Savonlinna, unsere Burg Olavinlinna, die meiner Meinung nach die prächtigste Burg in Europa ist. Wir machen ja unsere Produktionen selbst. Und wenn wir hier in Barcelona die Hovanchina aufführen, stammt die Produktion aus Sofia. Der Dirigent kommt aus Deutschland. Die Chöre und Orchester sind von hier. Dabei entstehen natürlich gewisse Fragen. Wie kompetent sind die Leute, die hier diese Oper machen? Wie kompetent sind die Hauptrollen besetzt? Es ist schwierig, ein Ensemble zusammenzustellen, wie es für Hovanchina erforderlich ist. In unserem Fall konnten wir uns auf die Stimmen von Matti Salminen und Martti Talvela verlassen. Nur so ist es möglich, das hohe Niveau zu erreichen, das von den Aufführungen hier in Barcelona erwartet wird. Yeah!
Ah, che grillato. Grillato. Ah, grazie. Sì. Bene, bene. Ma primo mejillones. Mejillones. Grazie. Bisatto per me, per la signora. Bisatto con la griglia. Sì. Di mare bisatto. Ok. No, ni. Siete musse. Siete musse, lei. Ego ni. Grillato. Das ist doch gar nicht. Da war gestern Ivan Hovanskin illallinen. Tämä. Musseleiden syönti käsin on ihan yhtä brutaali. Tanssikohtaus, joka on ehkä sensuaalista musiikkia, mitä voi ajatella. Tähän se on. Se on nerokas musiikki. Mä näkisin sen, että se on se kohtaus on niin kuin Ivan Hovanskin uni. Aivan. Sitten niin kuin verhoja poistuu siitä edestä ja ja sieltä taustalta tulee... Loppujen lopuksi vaan suuret silmät, Ivan Hovanskin silmät, jotka katsoo. Katsosko, sehän alkuhan on se, että se koko ajan tietää, että se on kuoleva. Sehän tietää sen ilman muuta. Se on siinä musiikissa on olemassa. Siellähän se on sisällä kaikki. Ja se, semmoinen idea, että se olisi niin kuin... Siihen uneen tulee myöskin tämä kuoleman aavista. Sitten baletti yhtäkkiä, kun musta se tulee se dramaattinen nousu siinä musiikin. Yhtäkkiä sillä baletilla on kasvoissa kuoleman maski. Aivan. Ja silloin se saadaan, kyllä sä muistat monta näitä ohjauksia, missä se aina baletti tahtoo olla baletin tanssimista. Aivan oikein. Ja sitten nimenomaan siis eihän ole olemassa semmoista Hovanskia, joka pystyy tekemään jonkun perfektin koreografian, siis tanssien, vaan siihen löytyy nimenomaan toinen ratkaisu. Joo, se pitää olla todella. Se on se Hovanskin uni. Se on se ratkaisu. Ja näin me ehdotamme sitä tulevana kautena kansallisopperassa, kun talo uutena valmistuu, niin toisena sesonkina uudessa talossa, niin talvella ohjaa ja teemme, eikö niin? Mielenkiintoista olisi tehdä, mutta... Ja, mutta miksei tehdä silloin? No tehdään, jos suinkin mahdollista on, että... Varmasti on, aivan on varmasti... Se pitää olla venäjänkielinen. Syökää, kukaan nyt se jää. mutta kyllä se ideana on fantastinen. Se on selvä, että se pitää tehdä. Mutta äänet meillä on kaikki olemassa siinä. Meillä on. Tai löytyy. Ne on suomalaiset äänet. Sitten tulee meidän kala. Ai. Tämähän näyttää... No. Tämähän näyttää ihan hyvältä. Ja on valkosivu. Onks tää? No sanotaan vielä. Onks tää meille kaikille vai onks tää vaan mulle? Jos ajatellaan tätä ramplaa, missä me nyt seisomme, niin tässä on toisenlainen charminsa. Hier hat seinen eigenen Charme. Einen total anderen Charme natürlich als der Marktplatz von Savonlinna. Aber mir gefallen die Gegensätze. Aber lieber bin ich ja natürlich in Savonlinna. Woher kommt es eigentlich? Was meinen Sie, dass so viele finnische Sänger heute reüssieren und so zur ersten Garde der Sängergarnitur gehören? Also ich glaube zuerst mal, dass unsere Natur noch so gesund ist und dadurch auch die Menschen noch von innen sehr gesund sind. Und das, was jede finnische Stimme in meiner Meinung nach eine besondere Timbre hat, das kommt ja auch wahrscheinlich durch das Ganze. Auch unsere Sprache spielt dabei ja auch eine große Rolle, weil das eine sehr singbare und wenig strapaziöse Sprache für die Stimmbänder ist. Und wegen der vielen Vokale. Wegen der vielen Vokalen und auch so wie Italienisch, also so belkantistische Sprache ist. Das ist einfach auch, also ich habe auch mit dem Herrn Dallweller darüber gesprochen und mit vielen anderen Kollegen, dass Natur uns das Kraft bringt, dass wir dann, was wir dann in diesem harten Job hier in harten Welt, so wenn ich das so sagen darf, brauchen. Ich habe den Gurnemanns noch nie auf der Bühne gesungen. Ich habe das zwar schon mal einstudiert, ich sollte ja das schon mit dem Bonnell in Köln vor 3-4 Jahren machen, aber durch eine Krankheit müsste ich dann die Produktion absagen. Aber jetzt steht auf der Debatte, dass der Professor Friedrich in Berlin 92 einen neuen Parsifal macht und
Wir haben bis jetzt noch keinen Vertrag, aber die Gespräche haben wir geführt. Also ich nehme an, dass ich dann den Gornemanns mit Herrn Friedrich dann in Berlin machen darf. Und andere, ja, was in der modernen Komposition spielt, das ist relativ dünn. Also gut, bei uns in Finnland gibt es den Aulis Sallinen und Jonas Gock und den Paavo Heinonen und so weiter. Das sehe ich so, dass die irgendwann mal auch eine Oper komponieren, das eventuell für mich komponiert ist. Und was hier in Mitteleuropa sich tut, in der modernen Komposition, da gibt es also ziemlich wenig, was die Bassisten da machen können. Ich weiß es nicht, haben die Komponisten irgendwas gegen schwarzen und tiefen Bässen? Matti und ich sind alte Schüler von Heikki Teikinen. Matti war 15 Jahre alt und ich etwas älter. Seitdem halten wir zusammen auf Familienebene. Sehr oft im Sommer, wenn die Arbeit in San Molina vorbei war, kommt Matti zu uns, um sich in der Strandsauna auszuruhen. Wir haben junge Leute hier gehabt, zum Beispiel Eiki Toivanen aus Mikkeli war bei uns. Und sie kamen zufällig zur Heuernte. Mit dem Wallach-Kimo lief die Arbeit bestens. Und Matti beteiligte sich aktiv an den Arbeiten auf dem Hof. Genauso wichtige Momente. Sternstunden sind für mich neben den wichtigen Produktionen in den großen Opernhäusern ganz andere Erlebnisse. Es war Anfang der 80er Jahre, als ich oben in Lappland ein Dorf namens Muonio besuchte und im Festsaal der Grundschule einen Liederabend gab.
der mit leichteren Musik begann, aber mit relativ schweren Opernarien endete. Wenn man in so einen kleinen Raum, eine Turnhalle, wo normalerweise wohl 300 Leute höchstens reingehen, dort 500 Menschen zusammendrängen, wenn Leute an der Sprossenwand hängen und dann nachher kommen und erzählen, sie seien 450 Kilometer hergefahren, dann hat man ein genauso überwältigendes Gefühl wie irgendwo auf der Bühne eines großen Opernhauses, wenn die Leute stark applaudieren. Zum ersten Mal habe ich das auf der Schallplatte gesungen, 1983 in der Dresdner Staatskapelle unter der Leitung von Marek Janowski. Und ich weiß es nicht, ob das der richtige Weg ist für so eine Rollenentwicklung. Man weiß zuerst mal, glaube ich, zu wenig, ohne vorher mal eine Produktion davon zu machen. Bei den Aufnahmen muss ja auch die richtige Ausdruck zur Geltung kommen. Und auch, also was früher mal die alten Kollegen zu mir gesagt haben, die haben mich gewarnt, also jetzt mal lass doch mal den Hagen zuerst mal irgendwann mal später, weil alle behauptet, dass das nur eine Brüllpartie ist. Ich finde das ganz im Gegenteil. Der muss zwar natürlich da besonders beim zweiten Akt mit dem Mannerrufer und das volle 120-Mann-Orchester muss er ja durchkommen, aber das muss nicht unbedingt nur gebrüllt sein. Ich finde, der Hagen ist desto gefährlicher, wenn man das so schön wie möglich singt. Und hier speziell habe ich natürlich einen sehr großen Glück gehabt, dass ich zum ersten Mal auf der Bühne Götterdämmerung mit dem Professor Friedrich machen durfte. Und dann haben wir das 7 Wochen lang Detail zu Detail schön ausgearbeitet. Und für mich glaube ich sogar sagen zu können, als normaler Mensch bin ich nicht gar nicht böse, sondern eher gutmütig. Und dann ist schon eine Grundbösewicht, wie der Hagen ist, wahnsinnig schwer zu spielen. Aber dann habe ich wirklich mal den besten Mann auf der Seite gehabt. Ganz locker, du machst das ganz fein. So, jetzt ist da wieder Kehldeckel, mach ein bisschen Kopf nach hinten. Ne, Kopf nach hinten, noch mehr nach hinten. Jetzt I. Sehr gut, Martin, sehr gut, danke. Ja. Sehr schön, ja. Das hast du sehr gut gemacht, das ist natürlich eine undankbare Sache. Ja. Es ist auch unangenehm, wenn man ein bisschen... Sind die jetzt
gerötet oder trocken? Ich habe so ein trockenes Gefühl. Was sagst du denn nun? Die Stimmbänder sind ein bisschen gerötet. Ja. Und trocken sind sie ja auch. Und das ist nur deswegen, weil du jetzt mal aus Amerika gekommen bist. Ja. Inzwischen warst du wieder hier, hast du hier gesungen. Jawohl. Da warst du wieder in Skandinavien. Ja. Ja. Und seit wie vielen Stunden bist du jetzt hier? Bin heute Nachmittag um 2 Uhr gelandet hier in Berlin. 2 Uhr gelandet und wann hast du die Probe auf der Bühne gehabt? Was um 18 Uhr bis jetzt. Aus 18 Uhr bis jetzt hast du gesungen. Jawohl. Ja, eine Wagner-Party. Jawohl. Ja? Beinahe, das mit die ganze Beinahe, ja, dazu muss man aber ein geborener Finne sein, dass man sowas aussieht. Ja. Das ist eine, ja, das ist eine riesige körperliche Anstrengung. Ja. Ja? Gut. Die Stimmbänder sehen aber gut aus. Ja, ich bin also keine Medikamente? Nein, keine Medikamente, nichts. Ich bin sicher, dass du ja Sonntag sehr schön wie immer singen wirst. Oh!
20.11.88. So. Jawohl. Bitte gerne. Guten Abend. So, bitte schön. Wie lange dauert es, von dem bösen Hagen wieder Matsalminen zu werden? Ja, wird sich weltlich zeigen. Ich glaube, das ist, wenn ich jetzt mal einen schönen Bier kriege, dann bin ich schon die Hälfte von Herrn Salminen. Oder nach? Und nach zwei und dann ist schon alles in Ordnung. Ich meine, natürlich, das ist so. Das kann man nicht so eine sechsstündige Aufführung einfach innerhalb einer halben Stunde verkraften. Dazu braucht man eigentlich schon, ich brauche 3-4 Stunden, dann bin ich wieder da. Nicht? Das ist eine relativ große Anstrengung und weil ich ja vom Natur aus kein böser Mensch bin, ist das eine schwierige Aufgabe, sowas zu machen. Nyt tämä meni särjen onginnaksi. Hetkinen, olikos? Ei se ole sama. Ei tämä sama, kun tämä on isompi. Mutta tuota... Mutta tämä on semmoinen lahdi, katsotaan, kun veinut koko maailman. Kyllä Talikkalan markkinoilla ja kesällä Tampereella. Talvella Talikkalan markkinoilla ja kesällä Tampereella. Eilini soitteli Saksan polska-elämäni kanteleella. Eilini soitteli Saksan polska-elämäni kanteleella. Olihan se ennen väärimme niin lämpöinen kuin maito. Olihan se ennen väärimme niin lämpöinen kuin maito. Kun sulla oli halu halata ja mulla oli siihen taito. Kun sulla oli halu halata ja mulla oli siihen taito. Kävelessä heilani harmaissa vaatteissa, kyllä sä mulle kelpaat. Kävelessä heilani harmaissa vaatteissa, kyllä sä mulle kelpaat. Sehän nyt on sama, jos on 100 markkaa rahaa taikka velkaa. Sehän nyt on sama, jos on 100 markkaa rahaa taikka velkaa. Grenze zu Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von der Zeitschrift Das Opernglas.
Danke.